Ich möchte euch wieder recht herzlich begrüßen hier bei meinem Kanal. Und heute werde ich mit euch ein Brennnessel-Samenöl pressen. Hier sieht man schon die Samen. Das ist eine Teilernte. Ich zeige euch dann, wo ich die getrocknet habe. Das ist wirklich viel, sehr viel Arbeit reingesteckt für das Öl, das nachher rauskommt. Öl kommt mal sicher raus, das kann ich euch schon sagen. Die Menge ist halt relativ gering fürs Verhältnis. Also da werde ich wieder einige Daten und Zahlen bekannt geben. Also was ich noch dazu sagen möchte ist, hier sieht man eben noch mal die Presse kurz, dass 3 Liter, also 3 Kubik Dezimeter Brennnesselsamen, knappe, also es sind 460 Gramm, wie man dann sieht, glaube ich, oder 440 Gramm Brennnesselsamen. Das möchte ich gleich vorab erwähnen. Ist relativ viel Volumen für das Gewicht. Trotzdem für das Gewicht doch noch ein bisschen Ausbeute. Hier nochmal kurz die Presse. Das ist wirklich top, habe ich euch auch unten rein verlinkt. Ich habe noch ein günstiges Angebot gefunden, da es wirklich sehr viele verschiedene gibt. Also ganz gerne reinschauen. So, hier sieht man jetzt auch schon die getrockneten Brennnesselsamen. Also wie ihr seht, wirklich sehr viel. Ich habe die abgestriegelt. Unterhalb befinden sich die Samen drin. Und teilweise waren sie auch nicht richtig reif. Also hier sieht man sie schön, die Samen. Jedes Mal, also wie soll ich sagen, wenn ich mit einem Wagen unterwegs war, habe ich immer ein wenig mitgenommen und mach das auch noch immer. So, jetzt werde ich das Ganze nochmal mit euch abwiegen. Aber ich kann gleich sagen, es sind 440 Gramm, einen Schöpfer habe ich schon reingegeben und ein Schöpfer von den Samen hat ungefähr 40 Gramm plus gehabt. Hier sind jetzt 393, also knappe 440 Gramm. So, jetzt geht's schon los. Ich habe jetzt mittendrin reingefilmt. Zuerst mache ich eine Kaltpressung. Diese Ölpresse kann man auch Temperatur steuern. Das ist sehr toll. Und im zweiten Durchgang werde ich dann das Ganze nochmal heiß pressen. Und ich kann schon sagen, da gibt es schöne Unterschiede farbmäßig und auch geschmacksmäßig. Sehr interessant. So, jetzt ist der erste Pressvorgang abgeschlossen. Und hier sieht man schon mal die noch ölhaltigen Reste. Eins möchte ich noch dazu sagen: Original wird beim Brennnesselöl ein Kohlenwasserstoff verwendet, normalerweise. Das habe ich eben nicht gemacht, der die Öle noch zusätzlich rauslöst. Heptan, glaube ich. Bin mir jetzt noch nicht sicher, lässt sich recherchieren. Ganz bestimmt. Und hier sieht man jetzt schon das kaltgepresste Öl. Das ist wirklich extremst dickflüssig. Sehr, sehr, sehr dickflüssig. Wie wenn man ein ganz, ganz totgefahrenes Schmieröl hat, also im Auto zum Beispiel, ein Motoröl. Der Geschmack ist ganz intensiv nach Brennnesseln. Und leider sieht man das am Löffel nicht, die Kamera ist nicht so gut, aber es hat ein schönes Grün. Jetzt geht es dann gleich weiter zum Heißpressen. Und die Gesamtausbeute werde ich dann zeigen. Auf jeden Fall, ja. So, und jetzt bin ich schon bei einem Heißpressen mit 160 Grad habe ich eingestellt. Die Maschine haltet die Temperatur sehr doll. Was man auf die Schnelle sieht, leider wieder durch die Kamera nicht so toll. Das Öl hat eine laubfroschgrüne Farbe. Geschmacklich ist sie heiß gepresst ein wenig bitterer. Ich glaube, das Heißpressen ist nicht so gut. Ich glaube, wegen den ungesättigten Fettsäuren. Für die ungesättigten Fettsäuren ist das wahrscheinlich nicht so gut. Oder muss ich mich noch ein wenig einlesen? Auf jeden Fall. Es tropft noch einiges nach. Bitte nicht mit dem Löffel so wie ich nach. Es gibt eine eigene Vorrichtung dafür. So, jetzt werden wir dann bald das Endergebnis sehen. Von den 3 Liter Volumen ist schon recht wenig übrig geblieben. Jetzt schauen wir mal zum Öl. Da tropft es noch ein wenig. Eine sehr schöne grüne Farbe. Erstens einmal. Ja, aber viel ist nicht mehr gegangen. Sieht man unten das Ergebnis.
Das lasse ich jetzt abtropfen und ich werde dann morgen zuschalten wieder. So, hier sieht man jetzt das ganze Ergebnis. Auf der Kamera wirkt das ein wenig bräunlicher. Das ist es aber absolut nicht. Leider sieht man das nicht schön. Vor allem das heißgepresste Öl hat eine intensiv, eigentlich laubgrüne Farbe, also ein schöneres Grün als das kaltgepresste wie hier. Es geht wirklich ins Bräunliche, so wie hier. Jetzt habe ich hier auch so ein 50 ml Glas angefüllt, also 50 ml sind es geworden ungefähr. Hinten ist noch etwas Öl im Sieb drinnen, aber sehr toll, also bin sehr zufrieden trotzdem. So, jetzt lasse ich nur noch mal das kurze Video noch mal abspielen, weil ich noch eine Kleinigkeit dazu zu sagen habe. Also noch mal kurz zum Resümieren, ungefähr mit von den 440 Gramm sind 50 Milliliter, ich sag mal bis 60 Milliliter auf den Verlust gerechnet, also mit 1,5%, ohne Zusätze heißgepresst insgesamt, ist möglich. Also sehr schön, der Geschmack ist wirklich ganz intensiv nach Brennnesseln. Zusätzlich möchte ich nochmal sagen, hier sieht man es jetzt nochmal, das Öl ist wirklich extrem dickflüssig und wirklich sehr gesund, hat sehr viel Vitamin E. Aber auf Wiki kann man sicher sehr viel nachlesen darüber. Dann sage ich wieder danke fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Vielleicht habt ihr euch was mitnehmen können. Sicher ein interessanter Test, sehr aufwendig für die Gesamtausbeute, aber ich werde es auf jeden Fall sehr genießen. Und ja, und als nächstes kommt wieder ein anderes Öl. So wie bei der Erdnuss war es halt leider nicht mit 60%.